herzlich guten Abend alle. Schön, dass ihr da seid. Heute Abend habe ich mir zum Ziel gesetzt, die Verwirrung aufzuklären, die entsteht, wenn Menschen untereinander reden über das große Selbst und das kleine Selbst. Das heißt, ich bin sehr dankbar für jeder, der seine Fragen stellt, der eine Bemerkung hat, der etwas mehr aufgeklärt haben will, als was ich gerade sage. Weil wenn ich nur rede, dann hört es sich an, als würde ich versuchen, euch Begriffe aufzudrängen. Und das tue ich auf keinen Fall. Aber ich merke immer wieder, dass viele Menschen haben viele Begriffe für viele Sachen und alle meinen was anderes mit dem Gleichen. So, und irgendwie versuche ich da heute Abend ein bisschen Klarheit in zu bringen. Wir gehen nicht davon aus, dass wir jetzt von irgendeiner Glaubens- oder Wissenschaftsrichtung aus sprechen, sondern wir sprechen einfach als Menschen, die versuchen, die Sachen in Wort zu fassen. Dann kommen mir die Sachen schon ein bisschen näher. Und wenn ich dann versuche, die Sachen in Worte zu fassen, wir sitzen alle hier, weil wir Menschen sind, die irgendwie an Spiritualität interessiert sind und irgendwie eine Form des spirituellen Denkens in sich tragen. Anders würden, und mit Bewusstheit, ja, weil das trägt natürlich jeder, aber nicht jeder ist es sich bewusst. So, und deswegen sitzt ihr hier, weil wenn das nicht so wäre, wärt ihr wahrscheinlich irgendwo anders, wo über Informatik oder so gesprochen werden würde. Dann gehen wir davon aus, dass es alle klar ist, dass wir einen physischen Körper haben, die vergänglich ist. Das stelle ich einfach so mal in der Mitte. Falls jemand sagt, oh, das ist mir gar nicht so klar, dann bitte reagiere sofort. So, das nehme ich jetzt mal an, dass jeder sich darüber klar ist. Und ab da fängt es dann an, spannend zu werden. Weil der physische Körper ist ja ein Stück Materie. Aber es ist ein Stück Materie, das lebt. Und jetzt bin ich gespannt, ob es jemanden gibt, dem ich hier widersprechen würde. Ich stelle mal so einfach dahin, dass dieser physische Körper nicht nur lebt, weil es untergeordnet ist an biologische Prozesse. Weil dann könnten wir genauso Pflanze oder Tier sein. Sind wir aber nicht. Wir sind deutlich anders. Ja? Ist noch immer kein Widerspruch mit euren Auffassungen. Aber der Mensch ist deutlich anders. Der Mensch hat etwas, was ich erstmal jetzt als Persönlichkeit betrachte. Jeder Mensch ist deutlich einzigartig. Aber die Persönlichkeit ist trotzdem auch wieder etwas Vergängliches. So, ich gehe immer ein Schrittchen weiter. Die Persönlichkeit nenne ich persönlich das, was wir in diesem Leben zurechtgemacht haben, um durch dieses Leben zu leben. Das heißt, von aus der Persönlichkeit habe ich einen bestimmten Gesichtsausdruck, ich habe bestimmte Körpermerkmale, ich habe einen bestimmten Geschmack, wodurch ich mich auf eine bestimmte Art kleide oder auch nicht, wie ich mich schminke oder auch nicht, wie ich eine Frisur habe oder auch nicht, wie ich bestimmte Vorliebe habe oder auch nicht und wie ich mich verhalte oder auch nicht. Ich meine, ein Nichtverhalten ist immer noch ein Verhalten, aber es ist ein Nichtverhalten. Ja? All dieses nenne ich Persönlichkeit. Jetzt gibt es Menschen, die nennen das Ego. Ich nenne das nicht Ego. Ego ist für mich was anderes. Das ist für mich die Persönlichkeit und diese Persönlichkeit stirbt, wenn der Körper stirbt. Jetzt gehe ich ein Schrittchen weiter. Diese Persönlichkeit hat aber etwas in sich, was diese Persönlichkeit funktionieren lässt. Weil ohne etwas anderes, das da drüber steht, würde ich mal sagen, kann die Persönlichkeit gar nicht erstmal agieren. Dieses nenne ich erstmal mit einem Wort der Geist, das Geistige im Menschen. Dieses Geistige ist zeitlos. Dieses Geistige ist immer da. So, wenn der Körper geht, geht die Persönlichkeit auch, aber das Geistige geht nicht. Das Geistige ist. Punkt. Das Geistige tut auch nicht, das Geistige ist. Aber das Geistige weiß. Weil das Geistige ist, wenn man das Geistige jetzt als einen Strahl verstehen würde und man sieht,
der Geist, beide mit großen Buchstaben geschrieben, als die Sonne, und ich meine nicht, dass der Geist die Sonne ist, Vorsicht, dann ist jeder Mensch mit seinem Anteil, seinem Geistesanteil, ein Teil von dieser Sonne, ein Sonnenstrahl. Und all das zusammen, plus alles andere, was es gibt, ist dann der Geist, der große Geist. Könnt ihr das alle so nachvollziehen? Oder sagt jemand, nee, das sehe ich ganz anders? Oder ich habe da eine Frage? Ja, das ist für alle so? Gut. Dieser Geist, der hat ein bestimmtes Ziel. Dieser Geist möchte in diesem großen Geist, dass alles irgendwie in eine Bewegung kommt, dass es nachher zur Harmonie führt. Das ist ein Wollen. Das ist schwer erklärbar in dem Bewusstsein, dass wir jetzt hier leben, wie das funktioniert. Aber das ist ein Wollen des großen Geistes. Und ich meine, sehen zu können, dass tief in eurem Herzen ihr das auch alle so spürt, dass dieses Wollen da ist. Ja? Dieser große Geist, wovon wir diesen Strahl in uns tragen, dieser Strahl, das können wir das große Selbst nennen. Nur, wenn wir sagen, das große Selbst, besteht die Gefahr, dass wir das identifizieren mit dem, was wir hier so sehen. Und das können wir nicht. Es ist nicht identifizierbar mit dem Körper, mit der Stimme, mit unseren Geschmäcken. Das ist nicht das große Selbst. Das ist das kleine Selbst. Das kleine Selbst, zumindest so können wir es verstehen, das kleine Selbst, das ist mehr fest an das, was wir hier sehen, was sichtbar ist, wie wir rüberkommen. Das kleine Selbst ist mehr so eine Versammlung aus das, was ich gerade beschrieben habe, als Persönlichkeit und das, was wir vielleicht auch noch als Charakter bezeichnen können. Charakter ist ja doch etwas Persönliches. Nur ist Charakter auch nicht das, was nur zu diesem Leben gehört. Charakter wird ja geformt durch die verschiedenen Inkarnationen. Wenn wir in eine bestimmte Inkarnation uns eine Aufgabe gestellt haben und diese Aufgabe, wir lassen jetzt mal sagen, wirklich erfüllt haben, dann kommt daraus etwas Positives heraus. Und dieses Positives, was bleibt, kommt in die nächste Inkarnation hinein als Charaktereigenschaft. Ja? Können wir da mitgehen? Mhm. Okay. Wenn wir jetzt etwas nicht erfüllt haben und daraus etwas Negatives hängen geblieben ist, etwas Unerwünschtes, um es noch deutlicher zu sagen, weil negativ ist auch noch so eine Sache. Manchmal ist gerade negative Energie die positive Energie. So, das ist alles ein bisschen schwierig. Aber Unerwünschtes, dieses kommt dann als Eigenschaft, als Charaktereigenschaft auch in die nächste Inkarnation hinein. Das nehmen wir mit. So, Charakter ist nicht etwas, das nur zu diesem Leben gehört. Das geht weiter. Wenn ich jetzt, lass ich sagen, vier Leben hintereinander eine bestimmte positive Eigenschaft immer mehr präge, festigt sich dieser Charakter immer stärker. Wenn ich allerdings in vier aufeinander oder fünf oder drei aufeinander folgende Inkarnationen eine negative Charaktereigenschaft immer mehr präge, wird das auch eine stärkere Charaktereigenschaft, die dann immer weiter durchträgt. Das gehört trotzdem immer noch zum kleineren Selbst. Weil das kleinere Selbst ist das, was immer noch vergänglich ist, was immer noch veränderbar ist. Das größere Selbst, das ist nicht veränderbar. Das größere Selbst ist, was lösen will, was eine Aufgabe stellt. Das große Selbst ist, was, bevor wir inkarnieren, bevor wir auf diese Welt antreten, sagt, ich stelle mich zum Ziel,
das und das und das entwickeln zu wollen. Und dafür bereite ich diese Grund vor. So, das heißt, ich wähle mich ein bestimmtes Land, wo ich inkarnieren will, aus, bestimmte Umstände, innerhalb von diesen Umständen bestimmte Eltern. Und diese Eltern sollen auch auf eine bestimmte Art zueinander kommen, damit diese Befruchtung stattfindet. Weil die gleichen Eltern, die vielleicht normalerweise harmonisch miteinander sind, müssen für meine Umstände jetzt unharmonisch zueinander kommen und da die Befruchtung auch stattfindet. Oder gerade andersrum, zwei Eltern, die sich normalerweise ständig streiten, ich brauche jetzt, dass die zwar diese Eigenschaften behalten, aber ich möchte, dass ich in ihre Liebe gezeugt werde. Das brauche ich. So sorge ich dafür, dass in dem Moment, dass sie zusammenkommen in Liebe, dass sie sich auch körperlich lieben werden, damit diese Befruchtung zustande kommen kann. Das tue ich alles mit meinem großen, größeren Selbst. Das größere Selbst macht das. Das ist diese Geistesstrahl. Es wird verwirrend, weil man zweimal über Selbst spricht. Und Selbst ist nur das, was, wo man sich mit identifizieren kann in der Wirklichkeit. Aber leider haben wir durch unser Leben auf der Erde, haben wir es genau andersrum benutzt. Wir benutzen jetzt das, was uns gehört, was wir sagen, das uns gehört. Wir reden hier über die Materie. So, wir reden über das Selbst, über alles, was zu tun hat mit der Materie, mit das, was vergänglich ist. Und das, dadurch kommt die Verwirrung. Ihr merkt schon, ihr müsst echt ganz gut zuhören, um dabei zu bleiben, weil wenn ich über das Wort Selbst jetzt rede, werde ich schon verwirrender. Wenn wir das größere Selbst jetzt durch was ganz anderes ersetzen würde, zum Beispiel durch das innere Ich. Oder das Göttliche in uns. Das Göttliche in uns, aber das wäre zu groß. Ja? Und die meisten Menschen, oder nicht die meisten Menschen, das ist verkehrt gesagt, aber viele Menschen haben gegen das Wort Göttliche so ein bisschen so eine Allergie. Weil viele Menschen finden, dass an das Wort Gott und Göttliche etwas gemacht wird, was nicht stimmt. Deswegen bin ich immer vorsichtig und ich versuche, ein neutrales Wort zu finden. Und das innere Ich, das ist das ja, das tiefe Ich, ist ja, was uns aufrecht macht, was uns zu Menschen macht. Das ist ja dieser Geist, die in uns kommt. Deswegen stehen wir ja auf zwei Beinen und nicht auf vier. Mhm. Ja. Das ist das innere Ich. So, das größere Selbst, das ist das innere Ich. Das ist etwas, das überhaupt nicht vergänglich ist. Und ich sage ganz bewusst, das ist etwas, weil es ist nicht jemand. Das innere Ich in mir, in diesem Moment, kann ich gut spüren, aber wenn ich wirklich von aus dem inneren Ich mich beschäftige, spüre ich euch alle genauso. Und spüre ich auch all das, was da drum ist. Das ist das innere Ich. Das ist dieser Strahl von dem großen Geist. Das ist das größere Selbst. Das kleinere Selbst, das ist das, was vergänglich ist. Und dann kommt das dritte Begriff, was viele Menschen dann doch identifizieren mit dem kleineren Selbst. Und das ist das Ego. Das Ego ist so ein bisschen wie so ein Vermittlungs. Das hängt so ein bisschen dazwischen. Das Ego ist das, was ganz genau weiß, wo das höhere Ich hin will, aber und dafür sorgt, dass das kleinere Selbst das auch tun kann. So, das Ego brauchen wir nur, wenn das kleinere Selbst zu viel Wert auf das Ego liegt, wird das Ego groß. Und wenn das Ego groß wird, bildet das eine Wand zwischen das kleinere Selbst und das größere Selbst. Kannst du es nochmal wiederholen, bitte? Mhm, kann ich. Ja, klar. Das Ego ist wie so ein Vermittler. Ja? So, das Ego möchte ganz gerne, dass das passiert, was das größere Selbst oder das innere Ich oder dieses Geisteswesen vorhat. Wir brauchen es auch, um überleben zu können in einem Körper.
weil es hütet uns für zum Beispiel ins Feuer zu laufen und einfach zu verbrennen oder uns zu ertrinken oder vom Dach zu springen und nicht nachzudenken, dass es 15 Meter hoch ist und wir unseren Genick brechen können. Dafür haben wir das Ego. Das ist ganz nützlich. Das Ego ist auch da, um uns zu zeigen, wo wir unsere Schwächen haben, die wir dann als Werkzeuge benutzen können, um mitzuarbeiten. Das ist das Ego. So, das Ego ist super nützlich. Nur, wenn das kleinere Selbst versucht, es zu übernehmen und zu viel auf den Ego hört und nicht mehr durch das Ego das innere Selbst oder das größere Selbst, was das Gleiche ist, in dem Moment wird das Ego zu groß und bildet dann wie eine Wand zwischen das größere Selbst und das kleinere Selbst. Und dann kriegen wir diese Welt, die wir jetzt haben, dass die Menschen rennen, rennen, rennen und rennen und immer etwas hinterherrennen und nicht mehr stillstehen und hören, was ist eigentlich wirklich? Und jetzt benutze ich eigentlich ganz bewusst. Weil was ist wirklich? Das wissen sie gar nicht mehr. Sie haben sich von aus ihrem kleineren Selbst identifiziert mit ihrem Ego, mit dem Vermittler. Das ist so ein bisschen, wenn man ein Haus kaufen will, dann hat das Haus einen Besitzer. Da kommt ein Makler, der erzählt, der weiß, was der Hausverkäufer will, der hört sich an, was der Käufer will und vermittelt und sorgt, dass die beide zusammenkommen. Und dass das passiert, natürlich, was der Verkäufer will, weil anders dann wird es nicht wirken. Aber wenn der Käufer jetzt meint, dass der Makler der Allerwichtigste ist, dann verliert es das Ziel aus dem Augen. So, und das passiert hier dann auch. Wenn wir zu stark auf unserem Vermittler hören, dann verlieren wir das Ziel aus dem Augen. So, das größere Selbst ist das, was weiß, was sein soll. Das größere Selbst ist auch das, was Stille ist. Deswegen ist das größere Selbst ein viel zu großes Begriff für das, was es ist. Es ist das innere Ich, es macht es stiller. Das Ich oder das wahre Ich macht es noch stiller. Manche Leute nennen es auch das höhere Selbst, nicht das größere Selbst, sondern das höhere Selbst. Aber immer kommt trotzdem durch das Wort Selbst diese Verwirrung auf. Weil das höhere Selbst hat im wirklichen Sinne keine Ziele. Das höhere Selbst oder das innere Ich ist schon da. Das weiß es schon. Das innere Ich strahlt etwas zu dem Ego aus, damit das Ego vermittelt, wie sich das manifestieren kann. Und dieses Manifestieren tun wir dann durch das kleinere Selbst. Ist das verständlich? Klar? Also ich verstehe das theoretisch schon, aber ich frage mich, wieso das höhere Selbst nicht direkt mit der Persönlichkeit kommuniziert. Dann kommen wir an die Schöpfungsfrage. Warum bestehen wir so, wie wir bestehen? Das ist alles ein bisschen schwierig. Ich kann dir leider nicht sagen, warum das nicht geht. Ich merke nur, dass es nicht geht. Und ich habe lange zurück, habe ich gelernt, die Frage warum nicht so oft zu stellen, sondern mehr zu schauen, was ist, was passiert und was kann ich damit machen. Weil viele Sachen, wenn du dir jetzt diese Frage stellst, bei mir hier drinnen, weiß ich, oh, das ist deswegen, aber dafür gibt es keine Worte. So, in meinem inneren Ich könnte ich diese Frage beantworten. Aber das, was als Bewusstsein in diesem inneren Ich vorhanden ist, gibt es in diesem Bewusstsein, dass das kleinere Selbst lebt, keine Worte, keine Begriffe. Ich kann es nicht erklären. Das ist so ein bisschen, wenn man von aus unserer materialistischen Welt kommt, in so ein Glaubens,
wie heißt das, so eine, es ist nicht wirklich eine Religion, aber vielleicht kann man es auch eine Religion nennen, wo Menschen glauben, die noch nie in diese materielle Welt gelebt haben, die das gar nicht kennen, die immer so ein Urglauben hatten in ihre Ahnen oder die Naturkräfte und die immer so gelebt haben. Ja? Und da versuchst du zu erzählen, wie das ist mit zum Telefonieren und warum das so wichtig ist. Diese Menschen lachen nur, weil sie es nicht verstehen. Weil sie dafür, diese Worte haben sie nicht. Und dann versuchen sie uns zu erzählen, wie das ist mit dem Bewusstsein. Weil die haben viel, viel mehr Schichten des Bewusstseins als die meisten materiell lebenden Menschen. Viel mehr Schichten bewusst. Und dafür haben sie auch Begriffe. Aber die Begriffe können wir nicht verstehen. Das verstehe ich. Sie sprechen jetzt von Menschen, die noch nie hier waren. Oder? Doch. Aber die nicht in unsere materialistische Welt gelebt haben. Menschen, die auf dieser Erde leben, aber vielleicht irgendwo dicht in dem Urwald von Amazonas oder irgendwo auf den Hochgebirgen in der Himalaya. So kleine Gruppen, wo noch nicht diese Art von, was wir dann Zivilisation nennen, reingekommen sind. Und die haben wirklich dieses tief spirituelle Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein leben sie auf so viele Ebenen, das können wir gar nicht mal ahnen. Und die haben dafür Begriffe. Und das ist für uns total unbegreiflich. Nur das Unterschied zwischen diese Völker und wir sind, dass wir denken, dass wir alles wissen. Und wir kritisieren die dann, dass sie dafür keine Begriffe haben, keine Worte, dass sie uns nicht verstehen. Während sie, wenn sie uns hören, die lachen nur. Die finden das alles total witzig, dass wir über Sachen reden, wovon sie überhaupt keine Ahnung haben. Da können sie lachen. Die sind noch in diesem Urbewusstsein drin und verurteilen nicht. Die bleiben im Sein. Wir kommen aus dem Sein heraus. Wir kommen in dem Tun. Ich spüre bei dir noch mehr Frage. Versuch es zu formulieren. Ich habe jetzt nur daran gedacht, es gibt doch so die Inder oder so, die dann, oder ich weiß nicht welche das sind, aber manche reden ja davon, dass man das Ego auflöst. Ja, aber das Ego soll man nicht auflösen. Aber die machen das doch, oder nicht? Die können das nicht. Das Ego auflösen geht gar nicht. Die denken das nur. Ich bin da sehr vorsichtig, um so voll zu sagen, das ist, was da passiert. Wahrscheinlich denken die das ja nur, tatsächlich. Die Inder, die haben ja in einer bestimmten Zeit eine sehr wichtige Aufgabe gehabt. Mit ihrer Form des religiösen Lebens. Und haben da die Menschheit viel, sehr weit mitgebracht. Die haben das allerdings sehr viel gemacht, durch bildlich sich etwas vorzustellen. Ja? Da gab es auch nicht ein Bewusstsein in jeder Person, sondern die Massen kamen zu einem Lehrer und dieser eine Lehrer war der Eingeweihte. Und dieser eine Lehrer hatte das Bewusstsein und hatte diese Menschen durch eine Form des Meditierens, um sich etwas vorzustellen, deutlich gemacht, wie sie leben sollte. So wie wenn wir, der Bibel ist auch so ein Buch, wenn wir den Bibel lesen, merken wir ganz oft, dass wir das nicht wortwörtlich verstehen sollen, sondern dass wir das, was da gesagt wird, verstehen solchen, wie wir die Märchen auch verstehen. Das ist eine andere Form der Sprache. Ja? Da kommst du mit. Gut. In dieser Zeit sind sie aber da nicht weitergekommen, obwohl in dieser Zeit jeder einzelne Mensch in diesem Bewusstsein kommen kann. Diese Toren sind geöffnet, schon seit einiger Zeit. Das ist ein Entwicklungsprozess, aber ist für jeden Menschen auf. Die Inder bleiben immer allerdings noch bei dieses Vorstellen. Man soll sich vorstellen, dass. So, ich merke das auch, wenn ich viele Menschen sehe, die Yoga machen, dass viele Yogalehrer immer noch nach der Yoga-Übung dann diese Meditation macht, stellen Sie sich vor, Sie sind auf eine grüne Wiese, da plätschert einen klaren Bach, hören Sie dieses Geräusch, hören Sie dieses Vögelgezwitscher. Und das gibt's ja nicht. Das ist nicht die Wirklichkeit. Das bringt uns nicht zum Bewusstsein.
Das lenkt uns von unserem Bewusstsein ab. So, dann kommen wir zurück zu euch. Haben Sie Ihr Ego aufgelöst? Das ist nicht möglich, weil das Ego brauchen wir. So, wenn Sie sagen, ich habe mein Ego aufgelöst, dann stellen Sie sich das so vor. Vielleicht ignorieren Sie Ihr Ego völlig. Das kann schon sein. Das heißt allerdings noch nicht, wenn Sie Ihr Ego völlig ignorieren, dass Sie es dann geschafft haben, nur von aus Ihrem inneren Selbst, in Ihrem inneren Ich zu leben. Möglich ist es allerdings. Und die gibt es auch. Es gibt indische Weisen, die wirklich von aus Ihrem inneren Ich leben. Die allerdings durch ihre Kultur eine andere Wortwahl benutzen als wir. Und wenn ich sehe, wie Sie über das Ego sprechen, benutzen Sie das Wort Ego sowohl für das kleinere Selbst als fürs Ego. Bisschen beantwortet deine Frage? Ja. Also ich denke einfach drüber nach, wenn Sie das sagen. Ja, klar. Klar. Hattest du eine Frage? Nee, das am Schluss war das ja. Okay, das habe ich jetzt beantwortet. Ich dachte es. Diese andere Art von Ego anders eingeordnet. Ja. Ja, Wahnsinn. Gibt es da den Begriff der Selbstlosigkeit? Und welchen Sinn macht der in dem Zusammenhang? Also wenn ich aus dem Blick, wie du das beschrieben hast, macht der Begriff selbstlos für mich keinen Sinn. Also macht der Begriff gerade für mich. Werden. Nee, das macht für mich dann großen Sinn. Weil man soll etwas Selbstloses tun, heißt dann, man tut es von aus seinem inneren Ich, nicht von aus dem Selbst. Okay, wenn du jetzt das deswegen Selbst sage ich, durch das Ich ersetzt. Deswegen sage ich, das Wort Selbst in der Form vom größeren Selbst ist sehr verwirrend. Und das sollen wir runterholen. Und wir dürfen das kleinere Selbst, das dürfen wir benutzen, aber wenn wir das für das größere Selbst benutzen, dann wird es verwirrend, weil das größere Selbst ist ja kein Selbst. Das ist ja nicht etwas, was ich mich zueigne. Da darf ich keine Besitz ergreifen, da darf ich nicht besitzergreifend sein. Weil das ist das innere Ich und das innere Ich ist ja dieses, was das All gehört. Oder was dem All gehört, sagt er wahrscheinlich. Aber das wird mich schon verstehen. Und dann wäre egozentrisch, wäre dann, wenn man sich, also wenn das kleine Selbst sich in seinem Handeln auf das, den Vermittler ausrichtet, statt auf die Quelle, die hinter dem Erlebnis ist. Und dann dreht alles ums Ego. Und da wird das Ego dann natürlich auch wieder größer. Und dann wird der Kreis ums Ego nur größer. Aber bleibt immer ums Ego gehen. Um das, was das Ego dann plötzlich nicht mehr vermittelt vom inneren Ich, sondern was das kleinere Selbst ist, zuordnet. Und dann werden die Sachen, die mit nur das Erde-Dasein zu tun haben, unabhängig vom inneren Ich, werden dann plötzlich wichtig. Dann kommen wir mehr so in dieser, für manche Menschen ist das ein Begriff, Astralwelt, in diese Wunschwelt, in dieses auf Wünsche, Süchte, körperliche Bedürfnisse, die nicht mehr zu tun haben mit dieser Suche nach der inneren Friede, zu spüren, wer bin ich wirklich, worum geht es im Leben und was hat das mit mir zu tun, weil dann kommen wir von einem anderen Platz, ja? Weil natürlich bin ich für irgendetwas da. Anders wäre ich auch nicht dieses Bewusstsein der Abgetrenntheit erleben müssen. Dann dürfte ich immer stehen in dieses Bewusstsein der Ganzheit. So, es hat schon einen Sinn. Aber wo bin ich da? Was soll ich da dann erlernen? Und dann ist plötzlich das innere Selbst, das kleinere Selbst, diese Persönlichkeit mit seinen Bedürfnissen, möchte ich etwas Größeres unterordnen, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie. Wenn ich auf der Suche bin, was für Sinn es hat, dass ich hier bin und wissen will, wer bin ich wirklich. Und wenn man um sich herum schaut, Menschen, die wirklich nur
versuchen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Essen, trinken, schönes Haus, großes Fernseher, ein dickes Auto, zwei Hunde, drei Kinder, Skiurlaub im Winter, Mallorca-Urlaub im Sommer. Ich sag mal was, ja? Wenn das die Bedürfnisse sind, die sie befriedigen, und die fragen sich auch weiter nicht, nach wer bin ich eigentlich? Und wenn man dann sagt, wer bist du eigentlich? Dann sagt ich bin so und so. Ja? Weil sie das immer noch aufs kleinere Selbst beziehen. Der fragt, wer bin ich eigentlich, der sich selber fragt, referiert sich immer ans innere Ich und schaut immer durch das Ego hindurch. Manchmal fällt es ihm schwerer, manchmal fällt es ihm leichter. Weil wir natürlich leider durch unsere Erziehung dieses Ego ein bisschen größer gemacht haben und viel Wert gelegt haben auf diese Äußerlichkeiten, die sich festsetzen ins Kleine und selbst. Und dann ein bisschen abgekommen sind von diesem größeren Selbst oder das innere Ich. Nicht bei allem, aber bei den meisten ist das leider so. Aber das gehört auch zum Leben, weil dann kommen wir wieder dahin, dass wir uns selbst fragen und dadurch wird das Bewusstsein wirklich bewusst. So, an sich hat auch das wieder seinen Sinn. Aber das ist meistens erst bekannt, wenn man dann so zurückschaut, wenn man mittendrin ist, erfährt man das ganz oft anders. So ist das. Du wolltest was fragen. Ja, ob dieses Ego, kann ich jetzt durch die Indien-Darstellung, die du da gemacht hast, ob dieses Ego